Okay, und somit würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Splatoon 2 Online Ranked Battles. Mein Name ist Lockezeit und naja, heute haben wir Operation Goldfisch wieder mal in Störwerft und Buckelwaldpiste, wie in der letzten Folge angekündigt. Und letzte Folge habe ich auch was vergessen zu erwähnen, weil wir wissen bereits das Thema fürs nächste Splatfest. Ich persönlich bin mir noch nicht ganz sicher, wann es ist. Ich glaube, 1. September Wochenende? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Keine Ahnung, da müsst ihr einen anderen fragen. Aber das Thema wissen wir. Und das ist eben, was ist das? Welche Superkraft ist besser? Fliegen oder Unsichtbarkeit? Ich bin noch selber gespannt, wo ich da selber beitreten werde. Mein Gefühl sagt mir, beides ist geil. Ihr wisst schon, unsichtbar sein ist hammermäßig, also kommt jetzt auf die Restrictions an, aber wenn man das Optimale sich vorstellt, dann ist das schon nicht schlecht. Aber Fliegen ist noch cooler. Verdammt. Ich muss mir noch da diesbezüglich noch was überlegen. Vielleicht gehe ich ja so ein bisschen auf die Kommentare, falls ihr mir Tipps geben möchtet, beziehungsweise welches Team seid ihr wohl dabei. Ist höchst interessant, ist echt höchst interessant. Aber hey, jetzt machen wir mal das Operation Goldfisch, Rang B minus sind wir derzeit. Und ja, heute habe ich mir gedacht, warum nicht, probieren wir mal den Sepiator Alpha aus. Weil, ja, das ist auch wieder eine Waffe, die ich sehr ungern verwendet. Und deswegen lieber jetzt einen Außenweg räume, als wie nachher, wenn es hart auf hart geht und ich jeden einzelnen Kampf verliere. Das wäre nämlich aber schon ungut. Aber hey, schauen wir mal. Warum lädst du so lange? Oh, Spieler führt man noch. 2x B minus, 3x B plus. 1x B plus wäre noch optimal. Dann könnte man nämlich ausgeglichene Teams schaffen. okay. Na, wird hier funktionieren? So, irgendwo und wie. Was ist eigentlich die höchste Stufe? 30? Na, 40. Ich bin mir gerade selber nicht sicher. Bis 30 gingen die Waffen, soweit ich weiß. Aber hey, jetzt dauert mir persönlich auch schon der Ladebildschirm zu lang. Also skippen wir mal zum Anfang. Okay, und da sind wir auch schon bei der Buckelwaldpiste. Keine Ahnung, was die Power da links unten bedeutet. Jemand von euch möge mich bitte aufklären. Und ja, schauen wir mal, was dann funktioniert. Ein Turbo Blaster haben wir dabei. Sehr interessant. Sowas haben wir auch dabei. Oh shit. Okay, das war eine schlechte Entscheidung. Wo ist eigentlich mehr? Ah. Der ist tot. Sehr gut. Ich würde gerade fragen, was ist eigentlich mein Subwerf-Weapon? Wenn ich drauf käme. Treffen muss man halt. Ich wusste, ich stirb jetzt, wenn ich nicht triff. Okay. Das druckt man durch. Ja, nicht zu weit. Okay, ich habe ihn wenigstens noch erwischt. Und Punkte haben wir auch gemacht. Und es schaut schon besser aus für unser Team. Einfach Seiten wechseln. Manchmal ist es nicht deppert. Ich habe keine Range auf den.
zurückgekehrt. Ah, jetzt hätte den Fuß erwischt. Aber ich muss früh aufladen. Deswegen mag ich ja Piato nicht. Da muss man wirklich gut mit dem Ding kämpfen. Ah, treffen muss man halt. Wahnsinn, Wahnsinn. Kampf Nummer 1 funktioniert nicht. Ah, dabei habe ich schon Leute gekillt. So war es nicht. Einige, mehr als ich drauf gegangen bin, das garantiert. Und da ich Heimsuchung habe, ist das glaube ich nicht einmal so deppert. Aber was bringt's, wenn man dabei verliert? Gar nichts. Das ist der Scheiß. Ja, mein, was soll's? Ein Ding werden wir wieder machen. Oder ein paar Dinger. Also mit Dingen meine Kämpfe. Ihr wisst es eh, dann einfach. Okay, Störwerft haben wir dieses Mal als Kampf da. Ja, schauen wir mal, wie es funktioniert, weil, wird spannend. Allor Zartan ist im Gegnerteam. Wir haben verloren. Damn it. Okay. Ja, wird schon gehen. Na, geht das nicht? Doch, geht. Ah, kein Range. Cool, vielleicht treffen. Ah, damn it. Es wird wohl nix. Wo ist... Also... Dammit, ich triff auch nix. Ich bin kein Nahkampfsniper. Das ist mein Problem. Warum drast du um in... Ah, ich verstehe die manche Leute nicht. Da habe ich keine Range. Gib mir das Ding. Oh. Wohin gehen wir? Double. Und Sieg. Gutes Team. Wahnsinn, okay. Zum Verteidigen war es ein wenig schwierig jetzt am Anfang, aber hey, dann hat das Gegner-Team nichts mehr können. Na gut, 7-1, was rede ich denn schon wieder? Ich weiß ja die Kills nicht, also meine eigenen Tode. Und ich habe keine Ahnung, was das okay bedeutet, aber hey, Sieg, passt schon. gehen wir weiter, oder? Würde ich schon vorschlagen. Okay, wieder zurück in der Störwerft. Die Power irritiert mich noch. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Was ist? Wahrscheinlich werde ich es ab nächster Folge dann eh wissen, was das wirklich bedeutet, aber vorerst muss ich mich mal damit begnügen, dass ich keinen Dunst hab. Hey, wieder auf!
Auch wenn ich dabei langsam bin. Aber das ist mir wichtig gerade im Moment. Was ist hier ausgegangen? Was soll der Scheiß? Was war das? Kleckstoppler mit wie? Was? Wow. Okay. Gegnerwehr nennt man sowas. Und oh! Warum schwimme ich den Kollegen noch? Genau deswegen bin ich jetzt durch die Raketen draufgegangen. Ah. Dammit. Okay. Der Anfang ist einmal scheiße gelaufen. Core Range. Eltern. Erst kann ich treffen oder brauche ich noch eine halbe Stunde? Brauchen sie die Hilfe. Ja, warum ist da ein bodenloser Abgrund? Naja, was soll's. 54 ist gut. Noch nicht gut genug, aber das wird schon. Weil jetzt komme ich. Nicht. Rechtsgängens. So nicht, mein Freund. Schwarmraketen zünden schon. 1, 2, 3, 4. Dieses Mal nicht. Gut. Wir führen. Stoppt man es durch, hä? Ich sehe nichts. Haben erwischt. Das war gottgleich. Okay. Kart hinter Chris, musst aufpassen. Oh, ausschwärmen. Weil Schwarmraketen. Müssen wir ausschwärmen bei Schwarmraketen. Oh oh. Gut. Haben. Weißt du was? Lass mal's Olaf. Warum nicht? Okay, dann nicht. Oh shit. So nicht. Boah, das war Volltreffer. Und noch einer. Jetzt zu wieder. Gestoppt. Das war wichtig. Und Sieg. Okay. Der erste volle Kampf, glaube ich. Ja, was soll's. Ihr Leid killt. Wie ein Wilder.
Na, so können wir das lassen. Dabei hat der Flippi genauso viel Geld wie ich. Sehr verwunderlich. Aber hey, was soll's? Sieg ist Sieg. Und neue Effekte sind auch nicht schlecht. Na gut, so tun wir weiter und ja, schauen wir, was weiterhin passiert. Okay, sind wir wieder zurück in der Buckelwahlpiste. Ich glaube nicht einmal so gute Sniper-Map. Wenn ich mir das mal so überlege. Aber hey, ich snipert mal trotzdem, weil ich bin ein Short-Range-Sniper in diesem Fall. Wobei ich uns Short-Range normalerweise nicht gut zum Schmeißen komme, aber hey. Das war gut. Alles down. Das wollte ich mal da. Slice. Ah, schade, mein Ultimate ist nicht mehr losgegangen. Ich wollte es unbedingt. Was? Verloren? Das ist nicht gut. Wir wissen die Position von vom Goldfischträger. Ist Anfang. Na, komm her! Komm ich grad nicht. Ich nehm's. Okay. Zu Akel. Gehen wir nach rechts. Ah, shit, hinter. Gibt's da andere Wege? Ja, noch. Jetzt muss ich durchschauen. Da schaut's nicht gut aus. Da nicht. Ah, schwierig. Schwarz muss sagen. Oh, er ist frei. Bringt das auch was? Nicht so recht. Hm. Ja, manchmal muss man sich die Map bauen oder schauen. Ja, triff ich halt. Ja, triff ich halt. Wahnsinn. mehr Ruhe im Kampf. Dann geht's vielleicht. Aber mit 3 Punkten müssen sie ja mal ins Ziel kommen. Ja, das ist sozusagen Ziel oder nichts. Nice. Hm. Er hat mich in der Mitte gekillt. Das ist okay. Ah, das geht. Oh, what? Gibt's da keinen Alternativweg? Shit. Startpunkt.
Gibt es gar nicht. Okay, ich verteidige jetzt. Wir haben es gesichert, aber... Okay, gut genug. Gut genug. Schräger Kampf. Wirklich schräger Kampf. Hey, aber Sieg. Passt schon. Okay, in der Mitte habe ich mal Gas gegeben. Hat mir gefallen. Pauli! 28, was ist mit dem? Nicht schlecht. Okay, kein Kommentar. 28. Ja, das muss man erst zusammenkriegen. Na gut, Ortwar-Kämpfe, glaube ich, gingen sie nur aus. Okay, wieder zurück in der Buckelwalpiste. Ja, gutes Gefühl. Na, Moment. Das haben wir beim letzten Kampf auch gesagt. Schauen wir mal. Okay, diesmal haben wir einen anderen Plan. Als wie auf die rechte Seite zu gehen, sondern ich gehe einfach auf die linke und fange da Leid ab. So, den treffert. Okay, keiner lebt mehr. Gibt's das? Gibt's das? Triff hier nichts mehr. Gibt's das? Hallo? Jetzt ein Nahkampftreffer. Ah, Volltreffer. Und noch einer. Jetzt dann geht's. Muss ich mir noch. Darf ich mir ein Ultimate sogar noch sparen? Doppel. Und Sieg. Geht doch. Wow, was für einen Müll habe ich am Anfang zusammengespielt. Wahnsinn. Das war wirklich Müll am Anfang. Am Schluss war es cool, aber am Anfang? Wahnsinn. Ja, na. Sieg ist Sieg. Wird schon funktionieren. Hey, und ihr habt am meisten Teamkills. Yay. Hast ihr doch was Gutes gemacht? Und Rangerhöhung. Ja. Ich hätte gern mehr Ränge gehabt da. Was ist? Noch ein Kampf? Na, in dem Fall würde ich sagen, ich belasse es für heute dabei fürs Splatoon 2. Und somit bedanke ich mich bei euch allen auch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sepiator nimmt meine Lebenswaffe. Somit sage ich nochmal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Pferdnick.